Oh. Ja, als ob die einfach so derb im Test ins Dings geht. Ja, das ist echt los. Oh mein Gott, oh, nein, Bruce, was ja, geht? Mann. LOL. Oh, IQ von der Ani. LOL. Oh mein Gott, das ist ja 500 IQ. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ihr seht schon, wir haben hier heute auch den Kevin am Start. Moin Moin. Moin, hallo. Genau Freunde, heute gibt es auf jeden Fall ein richtig witziges Video. Wir schauen uns heute alle Brawler in der Schule an, Freunde. Ich bin mega gespannt, es sind auf jeden Fall... Ja, sehr, sehr coole Animation. Ich bin gespannt. Ich kenne auf jeden Fall gar keine noch davon, glaube ich. Wir werden auf jeden Fall mal schauen. Leute, lasst jetzt schon mal ein Like da und schreibt auf jeden Fall dann in die Kommentare, neben wem würdet ihr sitzen wollen von den Brawlern in der Schule. Würde mich mal interessieren. Und ja, ich würde sagen, let's go. So, Freunde, vergesst auf jeden Fall nicht, am 28.11. um 14 Uhr auf damage.de ist es endlich soweit. Das neue Der Nita Weihnachtspaket kommt raus. Ultra, ultra nice, Leute. Limitiert auf 2000 Stück. Kevin, was gibt es dazu? Also, zum einen könnt ihr wieder wählen zwischen T-Shirt und Hoodie-Paket. Das T-Shirt-Paket ist dabei natürlich um einiges auch günstiger. Das heißt auf jeden Fall, das ist schon mal sehr nice. Und dann seht ihr zum Beispiel hier erstmal den Hoodie von Lukas und mir. Sehr, sehr nice. Dazu gibt es dann erstmal eine handsignierte Autogrammkarte, unterschrieben von Lukas und mir. Und dann eine 770 Milliliter, also fast 800 Milliliter Aluminium-Trinkflasche mit der Hashtag der Wintergravur. Das ist da so rein eingraviert. Und dann auch noch das Denita-Logo. Und die Flasche ist dabei sogar fast doppelt so groß wie die letzte Flasche, die wir beigelegt haben. Also sehr, sehr krass. Aber es gibt auch noch ein weiteres Highlight, Lukas. Ja, Freunde, auf jeden Fall auch. Unter allen 2000 Paketen befindet sich wieder ein goldenes Ticket. Das allerletzte Mal, wo wir sowas wie ein goldenes Ticket machen. Der Gewinner, ja, wird von Clash Games und mir bei euch zu Hause eben besucht, egal wo ihr wohnt. Kriegt ein privates Megabox Opening Battle mit Aufnahme auf unseren Nacken auf jeden Fall. Ist ultra heftig. Ich würde sagen, let's go. So, Freunde, wir kommen zum ersten Video. Leon und der Nita. Ihr wisst, die beiden Ehrenbrüder hier in der Schule. Ich bin mal mega gespannt. Ich glaube, der Nita, ja, ist auf jeden Fall hier der Profi. Ja, wir werden es sehen, Leute. Alle Originalvideos sind in der Beschreibung verlinkt. Genauso wie Kevin natürlich. Checkt ihn auch ab. Ich würde sagen, let's go, Kevin, mit dem Video. Okay. Bin gespannt. Ich habe das auf jeden Fall noch zu 100% nicht gesehen, weil das ist nee, noch... Nee, ich auch nicht. Das kenne ich. Also ich kenne auch diesen Guru Mobile Game gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Bin gespannt. Aha, der Ehrenmann. Ja. Oha, und Leon kommt hier auf jeden Fall. Hat der Kreide da im Mund oder was ist das? Nein, das ist doch sein Lolli, Junge. So, oh, lol. Oh mein Gott. Kreide, Junge, lost. Oh mein Gott. Aber ich muss sagen, so wie der Nita sich auch mal morgens aus, so verschlafen. Ja, und Jonas erst recht. Ja, das stimmt. Oha. Oh, das ist eine schwierige Aufgabe. Der Nita schafft ihn natürlich easy. Oll? Okay, er musste überlegen, scheinbar. Und Leon, Loll? Was schreibt er hin? 13? Das stimmt, glaube ich. Ja, ist richtig. Oh mein Gott, das Leon hat doch... Leon in the lead. Hä, oh, was? Lol. Was macht er jetzt? Wer jetzt Leon bestechen? Das kann natürlich sein. Ja, moin. Oh mein Gott. Er läuft so gefühlt 50 Meter. Lol. Oh mein Gott. Oh nein, Bruce. Was ja, geht? Mann. Moin, moin. Oh. Nein, was? Lol. Lol. Okay, Jessie ist auch am Start hier. Und die rechnet 5 plus 3. Okay, Leon kann auf jeden Fall Mathe. Besser als ich. Ja, das stimmt, das stimmt. Und Pam denkst nur so, oha, der ist aber unglaublich schlau. So begeistert sieht das aus, Mann. Ja, ja. Was? Lol? Oha, sie verliebt sich in Leon. Ey. Lol. Oh mein Gott, sie setzt sich jetzt neben Leon. Oh. Aber der Nita. Ey, aber die beiden Brüder wollten noch zusammensitzen. Was ist das denn? Ist so, ich glaube, da muss Bruce mal aushelfen. Ja, ja. Hä, was ist denn mit Cam los? Oh mein Gott.
Ey. Der Nita braucht nur ein bisschen Honig und Bruce. Ja. Oh nein. Bruce denkt sich nur so, was geht jetzt ab? Ja, er feilt, glaube ich, nichts. Junge, Bruce, so ein Ehrenmann. Ja, Mann. Junge, geil. Komm, Bruce, jetzt kannst du noch Pam verkloppen. Aber Pam ist auch richtig streng hier, ey. Ja, ja. Toll. Oh mein Gott. Okay. Kein Plan, wie das jetzt ausgegangen ist, aber... Bruce hat auf jeden Fall alle verkloppt. Ich glaube auch, ja. Und ja, der Nita leider nicht so gut in Mathe, fühle ich auf jeden Fall, war bei mir genauso. Und ja, Leute, würde ich sagen, weiter geht's mit dem nächsten. So, Freunde, das nächste Video ist hier von Hornstrom. Habe ich auf jeden Fall auch noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt. Die Brawl Stars Academy, Brawl Stars Academy. Na krass. Okay, Mr. Peter. Mr. President, lol. Mr. President. Ist er der Schuldirektor? Ach, dafür steht Mr. P, lol. Stimmt, kann natürlich sein. Lol. Pinguine haben ja keine Knie. Der findet direkt Knie schon mal sehr nice. Ja. Lol. Hey, was geht denn bei Colt ab? Colt ist nicht ganz so gepflegt unterwegs. Ja, ja. Eigentlich ist er doch too pretty for pain, dachte ich. Dachte ich auch. Oh. Junge, Mortis. Junge. Was ist denn Mortis? Lol. Mortis, also Digga. Mortis, Mashallah, Bruder. Ja, Mann. Lol, dieser kam noch von Rockabilly. Oh. 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 Oh, 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 oh. Lol. Ich glaub, Ems hat hier die Hosen an. Das war's mal komplett mit Mortis. Junge, Shindy schläft. Nice. Warum ist Pam denn immer die Lehrerin? Ja, warum wohl, ne? Ja, die strenge Mutti. Aber ich finde, Genie sieht ja echt ein bisschen komisch aus. Alter, als ob die einfach so während dem Test ins Dings geht. Ja, das ist echt lost. Oh mein Gott! Hä, was macht er denn jetzt? Er kann einfach mit seiner Ulti den Test von dem anderen nehmen. Lol, guck mal, Nani! Lol, oh mein Gott, ist ja 500 IQ. Digga. Ey, so hätte ich auch gerne abgeschrieben, yeah. Alter. Ja, ja, ich auch. Oder die kloppen sich jetzt erstmal. Lol. Und die Boss dann holt ihren Test wieder. Oh, das ist bestimmt eine 6. Ja, bei den beiden schon. Oh, oh mein Gott. Lol. LOL, das ist ein Klon! Oh mein Gott! LOL, das ist ja auch 500 IQ! Digga, so schlau! Digga, echt heftig, Mann! LOL, ja moin! Ey, ja, wir haben richtig kranke Abschreitmethoden hier! Oh, Junge, zick! Ja moin! LOL! Oh mein Gott! Alter, was? Digga, das ist ja so witzig, Alter. Digga, die haben so kranke Taktiken hier. Sprout, mach erst mal eine Mauer. LOL, wie geil. Oh mein Gott, minus 3. Okay, die Boxerin Ems ist anscheinend hier die Schlaue. Mhm. Und 8 mit minus 8, Junge. LOL. Ich glaub, der war der schlechteste von allen. Das kann echt sein. Alter. Ja, und ich dachte, der ist ein Roboter, er kann sich doch alles aus dem Internet ziehen als Computer. Eigentlich schon, ne? Aber war auf jeden Fall sehr, sehr nice, Leute. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten. Bratort. So, Freunde, das nächste hier von Bratort. Ich bin auch sehr gespannt. Die Highschool hier. Okay. Ah, okay. Junge Pam. Wieder mal Pam als Lehrerin, wie immer. Ja, ja, aber mit dem Mundschutz. Wichtig, wichtig. Ja, das ist natürlich von vor kurzem erst gewesen. Mit Mundschutz. So. Oha! Das wäre so ich aktuell in der Schule, wirklich. Ja, safe. Erstmal wow. Opening machen hier. Mm. Ja, ja. Und Kuki erst recht. Ich würde aber trotzdem rumschreien beim Legendär. Ja, ja. Oh, okay, wurde rausgeworfen. Aber ist doch klar, wenn man am Handy ist. Was? Als ob Pam jetzt auch Brawl Stars spielt. Lol, und Colette ist auch am Start. Genie, oh mein Gott! Okay, er hat sich verliebt, Mann.
Alter. Wie kann man da denn widerstehen, Alter? Oh mein Gott. Ey, ich feier Genie so hart. Das ist halt echt so. Let's get scrappy. So, was ist die Aufgabe 2 plus 2? Ich glaube auch. Oh lol. Nein, Genie. Oh mein durch Gott. Den Mundschutz, Junge. Nice. Was ist denn mit dir? Ja, so ein Spike auch noch, hä? Ja, da will ich als Pam aber auch durchdrehen, ey. Ich glaube auch, ja. Okay, erstmal war ein Direktor hier. Lol. Na, ist Bull. Lol? Was ist mit Genie denn schon wieder? Ist einfach umgefallen. Lol? Kein Plan. Oh nein. Oh nein. Lol. Der ist von der Schule geflogen, oder? Oh mein Gott, ich glaube auch. Eieiei. Alter. Leute, waren auf jeden Fall mega witzige Videos. Ja, check's ab. Lasst gerne nochmal ein Like da und schreibt, wie gesagt, in den Kommentar, neben wem würdet ihr sitzen wollen. Übrigens dann auch gerne Creator Code Lukas, Leute, beim Brawl Pass eingeben. Ich würde sagen, das war's dann mit dem Video und ciao, ciao. Ciao.